Katharine begibt sich für uns auf Spurensuche. Der Auftrag Sherlock Holmes als Musical, ist sowas möglich? Seinem Blick entgeht nichts und er hat für alles eine Lösung. Der Eigenbrödler Sherlock Holmes. Er ist ein bisschen speziell, aber dafür ungeheuer lustig und vor allem sympathisch. Und was ihn ausmacht in seinem Musical und wie es vor einer Premiere so aussieht, wir sind mal auf Spurensuche gegangen und haben geschaut, wie sieht's hinter den Kulissen aus. Ein Fall für Sherlock Holmes ist nicht zu unterschätzen. Bereit für die Mission, doch unter uns dynamisch, stark und schlau. Keine sind Chance. Wir die perfekte Kombination. Ein Mord in unserem Revier, ein Fall für Sherlock Holmes. Oh, da wird schon gearbeitet, da schaue ich gleich mal hin. Hallo. Hallo. Hier wird schon fleißig gearbeitet. Ja. Was muss man denn vor einer Premiere so alles machen? Ja, also kurz vor der Premiere kann man sich eigentlich fast nur noch mal toi 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 wünschen, weil die ganze Arbeit ist ja wochenlang vorher schon passiert. Aber was macht man? Es gibt manchmal immer noch, was vielleicht hakt oder was man noch nachorganisieren möchte. Man muss vor allem, denke ich, auch die Nerven bewahren, weil alle sind natürlich aufgeregt bei jeder Premiere, weil es gibt eben zum ersten Mal Publikum und man weiß nicht, wie es ausgeht und da hat man das Kopfkino, hoffentlich klappt alles. Es sind ja unglaublich viele Leute zu koordinieren, wie klappt das? Ja, indem man sich ein System zulegt. Ich meine, Theater, das ist kein Wunschkonzert. Theater ist eigentlich ein ziemlich hierarchischer, strukturierter Konzern oder Konstrukt, ob das nun Zirkus, Theater, Ballett, Oper, Musical ist. Vor der Show muss jeder Schauspieler in die Maske. Und hier treffen wir Alice, eine der Hauptdarstellerinnen, denn das Stück, das im 19. Jahrhundert spielt, ist emanzipiert. Was würde Sherlock Holmes tun? Tom, wie kommen wir denn jetzt an eine Tarotkarte? Wer steckt dahinter? Es ist was Besonderes, dass eine Frau auch eine der Hauptrollen ist. Inwiefern? Oh, das ist auf jeden Fall spannend, weil es ja doch oft auch im Musical eher um die Helden geht, männlich, was natürlich immer die weiblichen Zuschauer sehr freut. Und wir freuen uns dann natürlich auch, wenn es auch um die weiblichen Hauptdarstellerinnen geht, damit es auch, wie im echten Leben, Gleichberechtigung, ne? Ist wichtig. Genau. Auf jeden Fall, da bin ich ganz auf deiner Seite. Und du wirst hier gerade schon hergerichtet? Ja, genau. Ich kriege hier einen Mix aus Echthaar und so einer kleinen Perücke. Und das ist dann so eine typische Frisur wie 1910. Und während sich Alice noch in der Maske fertig schminkt, wagen wir einen Blick zu den Herren hinüber in die Garderobe. Seit Jahrzehnten spielen Darren und Claudio in Musicals in ganz Europa mit. Doch diese Inszenierung ist anders. Normalerweise hast du kein Mystery-Musical. Das ist sehr entspannt und fun. Ich glaube, das ist das Beste. Auch hier schminkt Mann sich selbst und schlüpft in seine Rolle. Aus Claudio wird Mr. Kurayami, ein zwielichtiger Opiumhöhlenbetreiber. Für Claudio haben Musicals seine ganz eigenen Reize. Was ist denn das Spannende an einem Musical? An einem Musical? Naja, Musical sowieso. Die Verbindung aus Schauspiel und Musik ist natürlich nochmal eine ganz andere Emotion. Natürlich gibt es die Liebesgeschichte, die lässt sich natürlich immer am besten erzählen mit einem jungen Paar, das dann auch noch singt und sich verliebt. Und da werden dann allen Zuschauern natürlich die Knie weich. Und wir haben zwei so süße, junge Hauptdarsteller, die das spielen und in die werden sich alle verlieben. Und das ist eben Musical und das ist einfach nochmal eine andere Qualität, eine schönere Qualität als einfach nur ein Schauspiel. Ich finde, das ist sehr, und dann ist ja nicht nur, es ist nicht nur Gesang, es ist auch Tanz und wirklich tolle Choreografien, ein tolles Bühnenbild, also es lohnt sich echt, diese Show anzusehen. Auf der Suche nach den jungen Darstellern begegnet uns wieder Regisseur Rudi Reschke. Wir sind schon ganz schnell unterwegs, wo geht's denn hin? Ja, wir sind kurz vor der Premiere, los geht's. Haben Sie Sherlock schon mal sich einsingen gehört? Ich glaube, da muss ich mal kurz rein. Mr. Holmes, 5 minutes, please. Mia, Mia, Mia.
Sherlock Holmes. Grüß Gott. Sie sind ja schon ganz fleißig hier. Ja, man muss sich vorbereiten. Es ist eine Rolle, wo man sehr viel sprechen und ein bisschen singen muss auf der Bühne. Da muss die Stimme eigentlich da schon wach sein. Wie lange fängt man da vorher an? Mit der Vorbereitung bei dieser Rolle eine gute Stunde vorher. Und mit diesem Accessoire von Sherlock haben wir jetzt den ultimativen Durchblick und schauen jetzt einfach mal hinter die Kulissen. Wie bereiten sich die Künstler denn eigentlich vor? So, jetzt. Wir gehen jetzt gleich hinter die Bühne. Hinter der Bühne des Deutschen Theaters sind die Lichter bereits aus. Hier treffen wir wieder auf den Regisseur und eine seiner Darstellerinnen bei den letzten Instruktionen. Weil wenn sie die hat, dann ist das praktisch, dann geht da ganz viel Überblicke über diesen großen Bühnenraum, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass das funktioniert. Kurz vor dem Auftritt werden die Schauspieler verkabelt. Das heißt, sie bekommen noch ein kaum sichtbares Mikrofon angeklebt, bevor es dann auf die Bühne geht. Und dann kommt der Nachbar, mein Eltern genommen hat. Hallo. 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 Alice, dich haben wir vorher schon gesehen. Jetzt bist du schon ganz fertig hergerichtet. Ja, jetzt geht's los. Kann losgehen. Kurz vor der Premiere. Und du bist? Ich bin Merlin. Okay, ihr gehört zusammen oder wie ist das? Noch nicht, vielleicht später. Du spielst auch mit, bist einer der Hauptdarsteller. Was ist das Besondere an einem Musical? Gute Frage. Ich denke, die Musik verbindet das ganz gut. Also durch die Musik kann man sowohl witzige Momente als auch dramatische Momente zeigen. Du hast gerade gesagt, verbindet. Mal ganz aus dem Kontext heraus. Ihr spielt ja viel zusammen. Verbindet das dann auch? Ja, also sowohl auf der Bühne auch, ne? Also die Geschichte gibt es ja sowieso, aber auch privat, finde ich. Also wir haben da immer viel zusammen miteinander gearbeitet und verstehen uns auch privat ziemlich gut. Kurz vor der Premiere, kurz vor dem Auftritt, wo haltet ihr euch da auf? Tatsächlich noch mal kurz in der Garderobe und dann wirklich hier schon Backstage, um einfach schon die Energie mitzunehmen, alle noch mal zu sehen. Wir machen immer so einen Energiekreis zusammen alle und dann kann es losgehen. Heute Nacht schwebst du in Harmonie, einer Tanzmelodie. Singen wir stolz ein Hoch auf die Diplomatie. Achtung, auch für Orchester, ich sag jetzt mal, wie es weitergeht und ich mache kurz so eine Art Korrektur. Da brauche ich noch mal das Licht bitte von Michael für den Ball. Wir gehen jetzt nach der Korrekturprobe, könnt ihr euch umziehen auf Opium, nehmt nur das Opiumbild mit, also keine anderen mehr. Wir machen also nicht mehr für alle Beteiligten, damit mich die Kollegen auch im Haus hören, vor, auf und neben der Bühne. Wie wir jetzt weiterverfahren. Nach einer Pause, die ihr euch auch schon wieder verdient habt natürlich, gehen wir in den zweiten Akt, um das nachzuholen, was Christian gestern nicht tun konnte, nämlich mit der Band durch das Stück zu gehen. Und diese Band spielt sich hier gerade ein. Denn bei den meisten Musicals kommt die Musik nicht vom Band, sondern wird live auf der Bühne performt. Allerdings hier hinter einem Vorhang, weswegen der Dirigent per Kamera ins ganze Theater übertragen wird. Dadurch bekommen alle ihren Einsatz mit. London verliert sich in Schrecken und Angst. Wenn du auf einmal um dein Leben bangst, wird es nie mehr so, wie es früher mal war. Überall lauert der Tod die Gefahr, unsere einzige Hoffnung entführt. Ohne Sherlock und Watson gehen wir ganz allein und verlassen durch London Straßen. Die letzte Probe ist nun zu Ende. Gleich wird das Publikum eingelassen und die Münchner Premiere beginnt. Volle Konzentration. Okay, ich komme gleich zu euch. Bin gleich wieder da, ja?
Was sind jetzt die letzten Vorbereitungen vor der Premiere? Ja, das ist sehr individuell. Jeder hat so ein bisschen sein eigenes kleines Ritual. Der eine möchte für sich alleine sein, der andere drückt sich nochmal mit dem anderen, irgendwie kuschelt und bespuckt sich. Und euch muss ich jetzt bitten, leider zu gehen, weil nämlich genau dieser Moment etwas intimer ist. Also, tschüss.